herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich mache mich auf den Weg, um mal bei der Kartonproduktion, Zelluloseproduktion, nach dem Rechten zu sehen. Schon wieder spät geworden, ey. Ah ja. Also Karton muss ich eigentlich ein paar zurückhalten. Und Leerpaletten auf jeden Fall. Damit ich halt für meine eigenen Produktionen noch genügend Kapazitäten habe. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, Müller, und wie schaut's aus? Wie läuft's? Jo. Wie jo. Ja, mehr als warten kann ich jetzt auch gerade nicht machen. Auf was? Na, bis einer mal endlich von, also, dass endlich mal der Neumann hochkommt, um mal sich hier kurz alles anzugucken. Fahren Sie es doch einfach zum Müller oder so und dann soll das veräußern. Ja, extrem viele Sachen, die ich ja jetzt hier habe. Das waren Oldtimer nur diese. Ja, aber zum Beispiel die Kuhn-Kombination, die kriegen sie ja, das sind drei Geräte, glaube ich, die kriegen sie ja mit ihrem Fan runtergefahren. Da stehen sie wenigstens nicht doof rum. Und sie müssen auch bedenken, je länger das Zeug rumsteht, desto billiger wird's. Vielleicht. Naja, okay. Wie gesagt, wenn sie durch sind, dann melden sie sich. Jo. Gut, bis denn mal. Ja, ciao. Tschö. Eieiei, der ruht sich immer nur aus. Weiß nicht, was bei dem los ist. Er muss doch mal hier seinen Hintern bewegen. Was ist denn da los? Ah ja. 2, 4, 2, 4, 6. Okay, es könnte passen. Gucken wir gerade mal. Da habe ich ja keine Kartons mehr. Vierunddreißigtausend. Schnitzel alle. Ja,
die 4 muss ich eigentlich für mich behalten, ey. Hallo. Ja, Herr Müller, hätten Sie mal wieder ein bisschen Wasser für mich? Ja, warum? Ja, wieso? Ja. Zelluloseproduktion. Ach so, soll ich Ihnen liefern? Ja, gerne. Was kostet das nochmal? Lassen Sie mich kurz 32.000. in die Preisliste. 32.000 Liter ist klar. Warten Sie. Kostet 350 die 1000, also das Wasser kostet 11.200 plus eine Lieferpauschale von 500 Euro. Also sind wir bei 11.700. Ajo, mach mal. Bitte zuerst Karton komplett voll und den Rest in Papier. Okay. Gut. Jo. Und sonst? Ja. Meine beiden Traktoren sind gerade beim Resex zur Wartung. Ah, okay. Dann muss ich gerade mal gucken. Ah, ich habe noch ein bisschen. Wir wissen ja ab 50%. Ja, ja, klar. Service ist wichtig. Also, bevor man die Maschine dann wegschmeißen muss. Naja, bei mir der Fan von der Gemeinde, den ich ja auch fürs Wasser und alles hier benutzt, der hatte, ich glaube, 51. Hm. Und der Deutz hatte 48. Naja. Okay, gut. Jo, ciao. Danke, tschüss. Tschüss. Klingelingeling, klingelingeling. Diesel. Hallöchen. Und? Hallöchen. Was machst du? Immer noch dreschen. Ah, gut. Muss mal abgefahren werden? Ich habe meinen Trecker schon die ganze Zeit hier. Ich habe schon 3 oder 4 Mal abgetankt. Okay, muss der Anhänger weg? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da geht noch einmal rein. Okay. Was aber jetzt auch so gut wie dran ist. Gut, ich würde nur kurz Hackschnitzel zur Kartonproduktion fahren und dann komme ich. Ja, danach müssten wir, glaube ich, auch so langsam hoch zum Bauhof, glaube ich. Warum? Danach irgendwie eine Versammlung, oder nicht? Oder morgen früh? Morgen früh. Wobei ich davon eigentlich noch nichts weiß. Ich habe eigentlich noch nichts davon gehört. Also, ich habe vorhin was in eine Farm-App gekriegt. Nee, da kriege ich keine Nachrichten. Bin ich nicht drin. Oh. Also ich habe hier, warte, hier. Liebe Bürger, bitte treffen Sie sich morgen um 9 Uhr am alten Bauhof ein. Okay. Ja, gut. Um 9. Sollte man hinkriegen. Ja. Gut. Bis dann erstmal. Ja. Weiter geht's. Wie immer, ihr kennt's, Bild für Instagram. So. Fahren wir nochmal gerade ein bisschen Hackschnitzel hin. Und ich glaube, dann nehme ich sogar die Hackschnitzel gleich nochmal einen vollen Anhänger mit runter ins Sägewerk. Wenn wir jetzt schon da mal auf dem Weg sind. Und ich muss auch diese Woche das erste Mal dem dem Diesel sein Gehalt zahlen. €1.000 haben wir ausgemacht plus eine Ernteprämie. Also wenn wir was von der Ernte verkaufen an Getreide, kriegt er eine Prämie. Hoppala. Da denke ich eigentlich so um die 10%.
Ach so, falsche Anzeige. Habe mich gerade gewundert, weshalb sich die nicht verändert hat. So. Also den Luxus, dass wir uns das Wasser jetzt anliefern lassen, das gönnen wir uns einfach. Weil sonst haben wir noch weniger zu tun. Oder noch mehr zu tun, so rum. Kommen wir noch weniger hinterher. So, dann holen wir nochmal eine Ladung und bringen die ans Sägewerk runter. Für die Holzkohle. Klingelingeling, klingelingeling. Hallo? Jo, guten Abend, Volker hier. Moin. Ich habe vorhin mit dem Patrick gesprochen. Der hatte ja angefragt wegen Kartons und ja. Paletten. Also Kartons, kann ich sagen, hat sich das Hackschnitzelproblem gerade gelöst. Da könnte ich morgen wieder welche liefern. Ja. Wie viele hast du dann ungefähr? 10 müssten zusammenkommen. Okay, bekomm noch für dein GPS-Gerät 4500. 4,5. Jo, überweise ich dir gleich. Ich bin gerade im Fahren. Okay. Und Leerpaletten könnte ich euch auch 10 anbieten. Ja, okay, das passt schon mal für den Anfang. Jo. Und vom Preis her, wie gesagt, 1800 Karton und 1600 Leerpaletten. Wie viel? 1800 Karton? Also pro. Und zwei Kartons. Paletten. Ich glaube, die Kartons sind gerade doch schon anderweitig verbucht. Mhm. Ja. Okay, 1800 pro Palette. Also muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es war ein Palettenpreis. Ja, ja, war Palette. Oder war es 1000 Liter? Ja, komm, jetzt hast du den Hof gewechselt, jetzt kannst du doch denen ihr Geld ausgeben. Ja. Kriegt doch keiner mit. Ja, ja. Also, das war doch Sinn und Zweck deiner Aktion, oder? Ja, pass auf, dass ich dir gleich nicht den Xerion unten holen und den Verkauf. Kannst du machen. Kriegst halt eine Anzeige. Nee. Ja, nee. Doch. Also 1800 Karton pro Palette und 1600 pro Leerpalette. Macht ja. 16 und 18.000. Ja. Gut. Gut. Bis dann mal. Jo, ciao. Tschö. Was ist denn hier los? Keiner drin und das Auto liegt auf der Seite, ey. Was sind das für Leute, ey? Das nennt sich Polizei. Volker, warum? Hallo? Ja, der Björn, ja. Hi, Volker, grüß dich. Hi. Du, Volker, ich habe eine Frage. Wir bräuchten Eier. Hast du schon welche? Ein paar. Okay. Also klein geschrieben, versteht sich. Ah, klein geschrieben? Ja. Yeah. Na gut. Was sollen die denn kosten bei dir? Muss ich gerade mal gucken.
Wie viel braucht er denn? Was hast du denn? Ein paar. Kann ich mir das paar in Liter deuten? Ja, warte mal. Ich glaube, zuletzt waren es 7.500. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und was würden diese 7.500 dann kosten? Warte, ich bin gleich da. Ich guck nochmal nach, wie viel es jetzt genau sind, wie viele Kartons. Es sind auch extra sicher in Luftpolsterfolie verpackt. Das ist schön. Ja. Ich würde mich gleich nochmal bei dir melden, wenn ich zu Hause bin. Alles klar, Volker. Gut. Dann bis später. Ciao. Bis dann, ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ich muss nach den Eiern gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.